Herzlich willkommen zu einem Stadion-Vlog auf diesem Kanal. Der erste Stadion-Vlog in dieser Saison. Morgen geht's endlich wieder los. Aber in einer anderen Liga, nämlich in der zweiten Liga. Und wir spielen direkt zu Hause gegen den Karlsruher SC. Also direkt erstmal gegen einen Club, den man am Ende der Saison mit hoher Wahrscheinlichkeit in der oberen Tabellenhälfte wiederfinden wird. Und ja, ich habe schon Vorfreude auf morgen. Es hat sich sehr viel getan in der Sommervorbereitung, also gucken wir mal ein bisschen, was sich getan hat im VfL und dann auch ein bisschen auf Karlsruhe. Erstmal starten wir mit dem VfL. Wir gucken erstmal auf die Abgänge. Wir fangen erstmal mit den mit den Spielern an, die letzte Saison nicht so viel mitwirken konnten. Zu einem Sören Bertram, der ja fast die ganze Saison über verletzt war, ist meines Erachtens noch vereinslos, Verein gefunden, weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen viel, viel Erfolg dann auf dem weiteren Wege. Und Davide Itter, ja, das waren die zwei Spieler, die vor der Saison, der vergangenen Saison, auch schon sozusagen aussortiert wurden. Davide Itter ist dann, ja, diesen Sommer zum Wuppertaler SV gewechselt. Und Omar Traoré hat uns verlassen. Das ist etwas, ja, nicht so toll gewesen für uns, weil Omar Traoré, unangefochtener Stammspieler, der wechselt jetzt nach Heidenheim in die Bundesliga. Und ein Abgang, der noch etwas mehr wehtut, ist Sven Köhler, der ja jetzt in die dänische Liga nach Odense geht. Und für eine satte Ablösesumme ca. 750k. Ja, und natürlich ein Abgang, der richtig wehtut. Charles Simakala, der nach zum Liga-Konkurrenten Holstein Kiel gewechselt ist. Simakala war ja fast an die Hälfte der Tore von uns direkt beteiligt. Also der tut weh, der Abgang. Aber ja, man hat auch noch gute Spieler dazu verpflichtet und auf die kommen wir jetzt zu sprechen. Fangen wir an mit der Torhüterposition. Da ist neu dazugekommen Lennart Grill per Laie von Union Berlin. Ja, kennt die Liga, glaube ich, noch nicht, aber hat schon damals in der dritten Liga für Kaiserslautern gespielt und eben war jetzt zuerst in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen, dann war das, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr erst nach Union Berlin gegangen und jetzt ist er per Laie zu uns gekommen. Ja, nach der Torwartposition kommt natürlich die Verteidigung. Da haben wir auf der rechten Seite als für Omar Traoré einen Ersatz geholt, nämlich Baschke Maldeni. Zurückgekehrt vom SV Sandhausen, hat er auch schon davor 4 Jahre vom VfL gespielt. Dann ist der VfL nämlich abgestiegen und er hat die zweite Liga nicht verlassen. Und dann ist er zum SV Sandhausen gewechselt. Und auf der Linksverteidigerposition hat man ein vielversprechendes Talent geholt, nämlich Florian Bär von der TSG Hoffenheim Amateure aus der Regionalliga. Hat von den Testspielen, wo wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, ordentliche Leistung abgegeben und könnte da Kleinhansel auf jeden Fall ordentlich Druck machen. Auf der Innenverteidigerposition hat sich noch nichts getan, aber es soll noch was gemacht werden, weil die meisten, sehr viele von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen. Timo Beermann fällt länger aus, da er eine etwas schwierigere Verletzung hat. Auf jeden Fall, ja, ein sehr, sehr harter Verlust erstmal für uns. Da soll auf jeden Fall noch ein Neuzugang kommen. Und auf jeden Fall gute Besserung an Timo Beermann. Hoffentlich kommt er bald wieder zurück. Und nach der Defensive kommt dann das Mittelfeld. Da hat man ja auf den Köhler-Wechsel auf jeden Fall gut reagiert. Einmal hat man Dave Gnase von Saarbrücken geholt. Hat eine ganz ordentliche Rückrunde gespielt. Ja, die Saarbrücker hätten ihn gerne gehalten. Aber jetzt hat sich der VfL Dave Gnase geschnappt. Für mich ein sehr, sehr guter Transfer. Und Maximilian Thalhammer kommt vom SSV Jahn Regensburg, die ja abgestiegen sind in die dritte Liga, auch noch als Köhler-Ersatz. Also hat man da auf jeden Fall zwei sehr gute Spieler auf der 6 geholt, die sehr vielversprechend sind. Und ja, auf der 8er Position ist erstmal alles geblieben. Und dabei kann auch noch Thalhammer, so wie ich es weiß, 6er spielen und Gnase kann auch noch 8er spielen. In der Offensive hat man auf jeden Fall mehrfach zugelegt. Zu einem hat man für die Flügel
Charalambos Magrides vom SSV Jahn Regensburg geholt und Christian Conte von Dynamo Dresden. Auf jeden Fall zwei vielversprechende Transfers. Und da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Und besonders gespannt kann man auch auf Flaskel sein, der von der Amateure von Freiburg gekommen ist. Hat in der dritten Liga maßgeblichen Anteil gehabt, dass die Freiburg-Amateure eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Ja, leider ist er nicht zum Ende für den Meistertitel gereicht in der dritten Liga aus Freiburger Sicht. Aber sie wurden Zweiter und ja, das Kehl hat auf jeden Fall eine ordentliche Saison gespielt und spielt auch bisher eine sehr, sehr ordentliche Vorbereitung und deshalb kann man auf jeden Fall auf ihn gespannt sein. Und im Mittelsturm hat man quasi Otti Vriet zurückgeholt, aber erstmal per Leihe nur von Holstein Kiel. Auf jeden Fall für mich erstmal ein sehr, sehr guter Transfer. Und man hat John Verhoek von Hansa Rostock verpflichtet. Also im Mittelsturm hat man auf jeden Fall gute Transfers getätigt, sowie auch auf den Flügeln. Und ich glaube, so kann man gut in die Saison gehen, auch wenn es sehr, sehr schwerwiegende Abgänge gab. Dann gucken wir auch noch eben ganz kurz auf Karlsruhe. Die hatten nämlich auch einen sehr, sehr vielversprechenden Transfers getätigt. So, jetzt haben wir es. Nämlich mit Lars Stindl kommt auf jeden Fall ein Königstransfer zu den Karlsruhern. Hat ja letzte Saison noch bei Borussia Mönchengladbach gespielt, hat da auch ordentlich gescored. Und auf jeden Fall, auf den kann man sich auf jeden Fall freuen in der zweiten Bundesliga. Also müssen wir auf den auf jeden Fall morgen achten und hoffen wir mal, dass er morgen nicht so einen guten Einstand hat mit Toren und mit einem Nicht-Sieg für den Karlsruher SC. Ja, also hoffen wir mal, dass der VfL morgen das Spiel gewinnt. Und morgen zum passend zum Spiel kamen auch die Heimtrikots raus. Ja, letzte Woche wurden sie veröffentlicht. Hier haben wir es einmal eingeblendet. Der VfL hat ja auch den Ausrüster gewechselt. Jetzt für Umbro ist jetzt neu Capelli Sport gekommen. Da, ja, ein paar Komplikationen mit Umbro es gab. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, also sage ich mal lieber nichts zu dem Thema. Und die Trikots finde ich sehr, ja, sehr cool. Haben Ähnlichkeit mit dem Trikot aus der letzten Saison und hoffentlich spielen wir auch genauso erfolgreichen Fußball mit den Trikots wie in der letzten Saison. Da habe ich mir eben noch einen neuen Spot gesucht und dann gucken wir eben auf die Testspiele. Da hat der VfL ganz gut abgeschnitten. Nämlich im ersten Testspiel der Vorbereitung hat man 5:0 gewinnen können gegen die Sportfreunde Lotte. Die ja momentan in der Oberliga kicken, wo ja auch jetzt Makaida als Spielertrainer tätig ist. Auf jeden Fall, dem wünschen wir nur das Beste. Und dann im zweiten Test, eine Woche später, ja gesagt, die nächsten zwei Tests an einem Tag, beim Volkswagen Cup gegen Eintracht Braunschweig und Fortuna Düsseldorf, ein Spiel gegen 45 Minuten. Das erste Spiel hat man 0:0 gegen Eintracht Braunschweig gespielt und das zweite Match hat man dann 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf gespielt. Für den Turniersieg gegen, ja, beim Volkswagen Cup hat es leider nicht gereicht, da die Truppe von Daniel Thun Fortuna Düsseldorf nämlich gegen Eintracht Braunschweig 1:0 gewonnen hatte. Deswegen hatten sie den Volkswagen Cup gewonnen. Und ja, war aber auch ein ganz ordentlicher Test. Und dann ist man nämlich ins Trainingslager nach Ankum gereist. Und da hatte man nochmal zum Abschluss des Trainingslagers ein Testspiel gegen den FC Emmen aus den Niederlanden. Die sind ja aus der Eredivisie abgestiegen in die zweite Liga in den Niederlanden. Dort hat man 5:0 gewonnen. War ein sehr, sehr gutes Testspiel. In der ersten Halbzeit hat man sozusagen 2:0 gewonnen. Da hat er gesagt, die bessere Mannschaft von Emmen oder die bessere Mannschaftshälfte von Emmen gespielt. Und in der zweiten Halbzeit hat man dann, ja, sozusagen mit 3:0 gewonnen. Aber da standen ja die Spieler aus der zweiten Reihe auf dem Feld. Also auch eigentlich ganz guter Test, 5:0 gegen den FC Emmen. Und dann hat man zum Schluss nochmal zwei Testspiele gehabt. Einmal, ist ja so ein kleines Vieh hier. Einmal gegen Dorns Kienz, wenn ich es richtig habe.
vierte englische Liga hat man 1-0 gewinnen können durch den Treffer von Charles Lambos Makridis. Und am anderen Tag hat man die Generalprobe gehabt gegen Viktoria Köln, beide Testspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dort hat man auch 1-0 gewinnen können durch ein Eigentor von Schulz nach einer Ecke von Kleinhansel, hat der Verteidiger von Viktoria Köln ins eigene Tor geköpft. Also die Testspiele jetzt 13 Tore geschossen, eins nur hinten eingefangen, sage ich jetzt mal. Also das klingt ganz vielversprechend. Die zweite Liga ist auch gerade eben gestartet. Das Spiel gucke ich mir auf jeden Fall jetzt sofort an. Schalke gegen Hamburg. Auf jeden Fall. Bin gespannt, wer da gewinnt. Ihr werdet wohl jetzt schon wissen. Und ja, ich drücke natürlich den HSV die Daumen. Aber hoffen wir mal, solange der VfL die Klasse hält, ist alles super. Schalke gegen Hamburg ist jetzt vorbei. 5:3 ist es ausgegangen. Was ein Spiel. Also ist auf jeden Fall vielversprechend für die Saison. Und ja, morgen fahren wir sehr, sehr früh los. Der Wecker klingelt bei uns um 6:30 in der Früh, damit wir um 8 Uhr schon losfahren können. Da der Fanshop um 10.30 Uhr öffnet und wir wollen uns morgen nämlich das neue Trikot auch kaufen. Und da es ja nur 600 Stück geht, werden die relativ schnell weg sein. Deswegen müssen wir morgen auf jeden Fall früh sein, damit man auf jeden Fall eine gute Chance auf ein Trikot hat. Und somit sehen wir uns dann morgen wieder. Doch, wir haben es jetzt gerade circa so um den Dreh 7 Uhr. Ich habe mich gerade angezogen aus dem Trikot von der letzten Saison, da die Heimtrikots alle in der Wäsche sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher wieder. Jetzt haben wir es gerade 8 Uhr und jetzt geht's ab nach Osnabrück. Auf geht's. Heute 3 Punkte wären zum Auftakt auf jeden Fall sehr wichtig. Fast in Osnabrück angekommen, also wie immer machen wir jetzt mit den Tipps weiter, auch in der neuen Saison. Ich glaube an den Sieg, aber ich tippe auf ein 1:1, da ja Karlsruhe schon eine sehr, sehr starke Mannschaft hat. Aber 1:1 wird man sich, glaube ich, am Ende des Spiels nicht drüber beschweren. Was ist dein Tipp, Papa? Ich würde mal sagen, ich gebe dem KSC erstmal 0:1, damit sie in Führung gehen können, und dann hauen wir die 2:1 weg. Ich sage auch 2:1 für den VfL. Auf geht's! Auf geht's! Wir sind jetzt gerade in Osnabrück angekommen. Wir haben es gerade ca. 9:15, 9:30. Jetzt machen wir uns auf den Weg zum Fanshop. Bin schon gespannt, wie viel da los sein wird. Und man spielt ja auch im DFB-Pokal übernächste Woche Montag gegen den 1. FC Köln. Da werden wir natürlich auch wieder im Stadion sein. Wahrscheinlich gibt es auch wieder einen Vlog. Und das wollte ich euch nochmal eben so mitteilen. Und dann sehen wir uns gleich beim Stadion wieder. Und hier eben mein Instagram-Account eingeblendet. Wenn ihr jetzt gleich mal nichts zu tun habt, könnt ihr mir da gerne folgen. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sind jetzt gerade beim Stadion. Es ist noch nicht so viel los. Also kann man sich da gut anstellen. Auch wenn es eine lange Wartezeit gibt. In 10 Minuten öffnet der Shop. Und eigentlich schon ganz gut los hier. Jetzt geht's los. Lange warten am Ende, ey. Trikot ist jetzt gekauft. Nach langem Warten endlich das Trikot bekommen. Ich habe mit Conte drauf und Malen auch. Und jetzt bringen die Sachen eben zum Auto und dann geht's ab ins Stadion. Aber vorher essen wir noch was. Die Jungs wollen auch noch eben ihren Tipp abgeben. Wer fängt von euch beiden an? LOL. Ja, dann fang du ich mal an. Ich sag 2:0 für uns. Ich sag 2:1 für uns Osnabrück. Okay, möchtest du auch noch einen Tipp abgeben? 3:2 für uns. Also das klingt doch mal vielversprechend. Hoffentlich wird es dann auch so kommen. We'll be right back.
Und jetzt gibt es erstmal was zu Fuden. Eine Currywurst ist jetzt geworden. Und wenn wir die aufgegessen haben, dann geht's ab ins Stadion. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf unseren schönen Dauerkartenplätzen wieder. Noch circa eine Stunde bis zum Anpfiff. Stadion ist noch nicht ganz so voll, aber es wird sich auf jeden Fall gleich noch ändern. Ich werde auch ausgetauscht sein und der Gästebereich, die Karlsruhe, auch mit ordentlich Mann angereist. Der Gästeblock ist nämlich auch ausgetauscht. Die Aufstellung ist auch schon draußen, ich blende sie euch hier ein. Wir haben Tor Grill, dann in der Viererkette Kleinhansel, Jumpy, Wiemann und Aideni. Dann auf der 6 spielt Thalhammer. Ich hätte jetzt mit Nase gerechnet. Da haben wir persönlich sehr gefeinert in den Testspielen. Auf den 8. Position spielen dann Tesche und Kunze. Und dann in der Offensive spielt Engelhardt, Niemann und Kehl. Also los geht's, let's go! Stimmt!
sein. Gerade überprüft. Da waren die Abseits. Ich habe es mir gerade auch nochmal angeguckt. Die Aufnahme von mir. Für mich war es kein Abseits, aber man kann auch nicht gut erkennen auf meiner Aufnahme. Dort zählt, dort zählt. Da wird noch überprüft. Da steht 1:1. Karlsruhe ja direkt mit dem Tor in Führung gegangen, also besser ins Spiel reinkommen. Aber dann hatte VfL viele Chancen. Dann durch Engel hat das 1:1 erzielt. Und ja, dann zu dem Zeitpunkt war VfL auch für mich die beste Mannschaft, hat mehr Torchancen. Und dann noch gegen Ende hin, ja, macht Karlsruhe mit ihrer Effizienz von einer Spitzenmannschaft. Das 2:1. Stimmung finde ich aber sehr geil. Karlsruhe, die haben auch gute Fans. Machen gute Stimmung. Aber unsere Fans machen auch gute Stimmung. Also kann natürlich so weitergehen. Mit der Chance für uns. Aber dann bitte auch Tore. Jetzt können wir durchstarten.
Ich hab abgenommen. Ja, natürlich. Aber du hast Portemonnaie hinten noch. Thank you.
angebahnt. War nur eine Frage der Zeit. Aber das ist ein sonnensattes Torschießen. Boah. 3 Minuten noch plus Nachspielzeit. Mal gucken, ob das noch was wird, ey. Hoffentlich. Mal wechseln hier. Ist das bitter. Ja, mal Applaus. Nochmal einen letzten. Ja, 3-2 ist es am Ende ausgegangen. Mit Niederlage. Ist aber, denke ich, geht so in Ordnung. Sieg für Karlsruhe. Ist natürlich ein bisschen bitter, dass es sehr, sehr spät gefallen ist, das 3-2. Aber ein satter Schuss. Ein sehr schönes Tor. Und deswegen finde ich persönlich auch insgesamt ja, verdient. Wir waren zwar für mich persönlich minimal besser in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit muss man einfach sagen, standen wir einfach hinten drin. Und hat auch Glück, dass es nicht eher gefallen ist, das 3-2. Aber wir gucken nach vorne. Jetzt nächste Woche Auswärtsspiel gegen Paderborn. Ja, natürlich bitter, dass Aydin jetzt gesperrt ist, gelb-rot. Kommt auch noch dazu. Aber dann punkten wir hoffentlich nächste Woche in Paderborn. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich beim DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg wieder. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann ciao, bis zum nächsten Mal.